Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Du bist Gottes geliebtes Kind, weißt du das? Und deshalb wird er dich auch niemals im Stich lassen und du darfst ihm alle deine Sorgen und Nöte sagen. Ja, ist das nicht wunderbar? Alle Sorgen und Nöte. Hoffnung um 12. Wir wollen dich heute wieder ermutigen und dir sagen, du bist einzigartig. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon bis 13 Uhr. Du bist einzigartig. Da lesen wir im Psalm 139, Vers 14. Ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt es sehr wohl. Ja, stell dir vor, Gott hat sich Zeit genommen, um dich zu erschaffen. Und das ist so wunderbar. Wir behandeln aber jeden Menschen irgendwo gleich und meinen, jeder Mensch ist gleich oder soll gleich sein. Da gibt es kreative Menschen, manche sind mathematisch begabt, manche andere wissenschaftliche Fächer und manche können gut Kuchen backen und so weiter. Ja, und manche sind strukturiert, manche gar nicht strukturiert. Und man möchte immer, dass die anderen so sind, wie man selber meint, wie man richtig ist. Alle vergleichen wir, weil wir ja selber perfekt sind. Du sagst perfekt, ja. Keiner ist perfekt, aber trotzdem perfekt von Gott geschaffen. So unterschiedlich. Wenn wir sehen, unsere 5 Enkel, die wir haben, ja, bei den gleichen Eltern sind sie doch so unterschiedlich, bei der gleichen Erziehung so unterschiedlich. Und das ist auch Gott gewollt. Wir können da nicht irgendwo in einen Kopierer das reinlegen und kommt das Gleiche raus. Wir sind gleichwertig, aber einzigartig. Und das weiß selbst die Polizei, wenn der Fingerabdruck, den gibt es nur einmal und drum ist er auch mit unserem Ausweis verbunden. Und so einzigartig hat uns Gott geschaffen, jeder ein Einzelstück. Und da ist es wichtig, dass wir auch respektvoll mit umgehen und es wertschätzen, wie Gott uns einzigartig geschaffen hat. Ich danke dir, Herr, dass du uns einzigartig geschaffen hast. Herr, wenn wir auch oftmals denken, der andere ist so anders, dann ist er anders. Und Herr, ich danke dir für diese Vielfalt, die du geschaffen hast, die du wolltest. Ich danke dir dafür. Und Herr, dass du uns auch lehrst und viel Liebe schenkst, Herr, mit jedem Einzelnen umzugehen. Danke, Herr. Amen. Amen. Wir beten gerne für alle Anliegen, die eingehen. Und einige habe ich heute wieder mitgebracht. Eine Frau hat folgendes Gebetsanliegen für ihre 2 Pflegekinder. Sie schreibt: Ich habe 2 Pflegekinder. Ein Junge, 6 Jahre alt. Er ist zeitweise sehr verhaltensauffällig, weil seine leibliche Mutter in der Schwangerschaft Alkohol getrunken hat. Das kleine Mädchen ist 8 Wochen alt und soll nur vorübergehend bei mir bleiben. Sie hat Mukoviszidose und ihre Mutter ist drogenabhängig. Bitte beten Sie für die beiden Kinder. Bei Gott ist alles möglich, auch Heilung für die beiden. Daran glaube ich von ganzem Herzen. Bitte beten Sie auch für die Mütter der beiden, dass sie befreit werden. Und bitte beten Sie auch für mich, dass Gott mir jeden Tag die Kraft gibt, eine gute Pflegemutter für die beiden zu sein. Ich danke Ihnen von Herzen für Ihre Gebete. Ja, und für Gott ist nichts unmöglich und deshalb wollen wir für dieses Gebetsanliegen beten. Jesus, ich danke dir, dass du diese 2 Kinder kennst, diesen Jungen, der so verhaltensauffällig ist. Und ich danke dir, dass du ihm Frieden ins Herz schenkst. Danke, Jesus, dass du ihn berührst und dass du seine Seele heilst, dass das, was vorher geschehen ist, dass du das ausgleichst und dass etwas Gutes daraus entsteht. Danke, Jesus. Und auch das Mädchen, danke, dass du ihre Lunge berührst und dass diese Krankheit verschwindet. Danke, Jesus, dass du der Herr
bist, auch über die Mütter, die drogenabhängig und was auch immer. Du kennst sie und du weißt auch um die Ursache. Und ich danke dir, dass du sie berührst, dass du Veränderung schenkst in ihren Herzen und dass du ihnen begegnest. Und ich danke dir auch für diese Pflegemutter, die so ihr Herz da hineingibt für diese Kinder. Und ich danke dir, dass du sie ausrüstest mit überdimensionaler Kraft und mit Weisheit und mit all dem, was sie braucht von dir. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und eine verzweifelte Frau schreibt um Gebetshilfe wegen Krebs. Ich bitte euch um Gebet. Meine Lage ist verzweifelt. Ich habe Brustkrebs, der inoperabel ist, geschwollene Lymphknoten, die brennen und schmerzen. Vor 6 Wochen bekam ich eine doppelseitige Rippenfellentzündung, die mich so geschwächt hat, dass ich kaum noch was machen kann. Bitte betet, dass Gott ein Wunder tut. Vielen Dank. Und Jesus, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der Wunder tut. Und wir danken dir, dass du auch bei dieser Frau eingreifst. Danke, dass du diese Lymphknoten wieder in Ordnung bringst, dass der ganze Krebs verschwindet und alles, was da nicht hingehört, dass jede Krebszelle austrocknet im Namen Jesus. Und ich danke dir, dass auch die Rippenfellentzündung weggeht. Danke, alles, was da mit eingeschlossen ist oder was da an Symptomen ist, dass das verschwindet. Danke, Jesus. Danke für Heilung, für vollkommene Heilung für diese Frau und dass du sie durchströmst mit deiner Heilungskraft. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen, wenn du Gebetshilfe brauchst. Wir beten gerne für dich und die Infos sind eingeblendet. Eine Mutter bittet für ihren Sohn um Gebet. Sie schreibt: Ich bitte herzlich um Gebet für meinen Sohn. Er hatte vor 1 Jahr Corona und durch die Krankheit hat er chronische Erschöpfung, Muskelentzündung und Konzentrationsstörung. Er kann nicht arbeiten, nicht Auto fahren, hat einfach keine Kraft. Er ist 56 Jahre alt. Ich bete und hoffe, dass der Herr Gnade und Gesundheit schenkt. Vielen Dank im Voraus. Ja, dafür wollen wir beten und auch ganz besonders für die, die sagen, ich habe ein ähnliches Leiden, Long-Covid oder wie das auch heißt. Ich danke dir, Herr. Danke, Herr, dass du wunderbar diesem Menschen begegnest. Ich danke dir dafür, Herr, dass du diesen Sohn komplett heilst, neue Kraft schenkst, dass die entzündeten Muskeln und, Herr, alles wieder richtig gesund wird. Und Herr, ich danke dir dafür, dass du Wunderbares vollbringst, Herr. Auch jeder, Herr, der Long-Covid irgendwo leidet und, Herr, so unbeschreibliche, Herr, Folgen hat und Dinge nicht mehr tun kann. Ich danke dir dafür, Herr, dass wir dir es bringen dürfen. Herr, stärke du, heile du, schenke neue Kraft, Herr, in diese Menschen ganz besonders. Danke, Herr. Amen. Amen. Und Gott hat Lösungen, wenn wir unser Problem abgeben. Und hier geht es um einen Hausverkauf. Wir brauchen nach wie vor dringend einen Käufer für unser Haus. Es bleibt uns nur noch wenig Zeit. Für dich aber gibt es kein Unmöglich. Danke für deine Hilfe, Jesus. Ja, Herr, wir dürfen mit allem zu dir kommen und ich danke dir dafür, dass du auch die Situation kennst. Du siehst, wie die Zeit knapp wird. Du siehst auch die ganzen Voraussetzungen und alles drumherum. Ich danke dir dafür, Herr, dass wir dich bitten dürfen für eine Lösung, Herr, für dieses Haus. Und danke, Herr, für diese Leute, die jetzt in Not sind. Herr, ich danke dir, auch in Zeitnot sind. Ich danke dir dafür, Herr, dass du Gebete hörst und auch erhörst. Amen. Amen. Und wir freuen uns immer wieder, wenn Gott Gebete erhört und wenn wir Zeugnisse bekommen von Menschen, die es erlebt haben. Eine wunderbare Gebetserhörung. 3 Geschwister haben ihr Leben Jesus gegeben. Ich möchte euch von einer Gebetserhörung berichten. Bei einer Gebetsnacht vor Corona bat ich unter anderem um Gebet für meine 3 erwachsenen Kinder, da sie zum Glauben finden. Heute kann ich sagen, innerhalb 1 Jahres, von Ende 2021 bis Ende 2022, haben alle 3 begonnen, an ihren jeweiligen Wohnorten sich einer freien christlichen Gemeinde anzuschließen. Das ist ein großes Wunder. Mein Sohn mit der ganzen Familie, die Töchter bisher nur mit den Kindern. Von Herzen danke ich euch für eure Gebete und alles Wirken.
Was für eine Veränderung, wie wunderbar. Und ein ganzes Bündel von Gebetserhörungen erlebte diese Frau. Sie schreibt, im vergangenen Jahr habe ich euch viele Gebetsanliegen geschickt. Heute möchte ich von Gottes Wirken erzählen. Bei einem Freund, der einen seltenen und dafür sehr bösen Krebs hat, ist der Krebs zum Stillstand gekommen. Das war nach menschlichem Ermessen nicht mehr möglich. Als meine Mutter im Sterben lag, bat ich um euer Gebet wegen schlechten Dynamiken in unserer Familie. Meine Mutter konnte so in die Vollendung ihres Lebens gehen. Es war da so unfassbar viel Segen und Frieden und es öffneten sich Türen. Ein Bruder hatte den Kontakt zu uns allen abgebrochen. Nun begegneten wir uns. Es waren gute Begegnungen und wir hatten wertvolle Zeit zusammen. Und eine Freundin machte eine gefährliche Reise und viele beteten. Sie erzählte dann, wie überrascht sie war, denn so unfassbar gut lief alles. Danke für euren Gebetsdienst. Ja, Gott erhört Gebet. Und Jesus schenkt Weisheit und Lösungen, so zeigt dieses Zeugnis. Ich bat euch im Herbst 2022 um Gebetsunterstützung wegen einer Erbangelegenheit, die mich und meine Mutter sehr belasteten. Wir wussten nicht mehr weiter. Die Gegenseite wollte einfach keinen Frieden schließen und hörte nicht auf, diverse Forderungen zu stellen. Nachdem sie für uns gebetet haben, hat sich diese Rechtsangelegenheit innerhalb von 2 Wochen geklärt. Wir bekamen wertvolle Impulse, um Frieden zu schließen, und die Gegenseite war dann auch einverstanden. Wir sind Jesus Christus und euch von Herzen dankbar. Ja, Gott hat immer wieder Lösungen für uns. Ja, wie wunderbar, wenn du auch was Wunderbares erlebt hast, so ein Zeugnis hast, wo Gott eingegriffen hat, dann lass es uns wissen. Wir würden es gerne vorlesen. Ja, Hoffnung um 12. Und was wollen wir dir heute raten? Ist jemand in deinem Umfeld so richtig anders wie du? Wo du ihn vielleicht nach deinem Schema oder in deine Schablone drücken möchtest? Überleg dir mal und bewege es vor Gott. Jeder ist anders. Akzeptiere ihn, wie er ist. Und ich glaube, das hilft dir und auch dem anderen. Und du darfst uns gerne deine Gebetsanliegen schicken, wenn du Gebetshilfe brauchst. Wir freuen uns darauf. Und die Infos sind eingeblendet und heute auch bis 13 Uhr am Telefon. Ja, und wie jeden Sonntag ist am Sonntag wieder Gottesdienst, 10 Uhr mit Livestream. Komm vorbei oder schalte den Livestream ein und wir werden Gott erleben. Wir freuen uns auf dich. Alles Gute und Gottes Segen. Der Herr segne dich. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.